Schönen guten Tag, meine Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist ein komischer Schnitt jetzt. Wir springen direkt rein, weil ich habe nämlich dieses Hallo sagen gerade gedreht, was ihr aber gleich nochmal sehen werdet. Ich war im Container, war am umsortieren, ne? Weil der Sebastian, der ist nämlich nicht mehr im Fitnessstudio. Und damit er wirklich schön Muckis kriegt, habe ich mir mal eben so 30 Reifen aufs Auge gedrückt, die er rüberbringen kann. Okay. Und da wir bekanntlicherweise nicht so Firmen sind im 155, 55, 15 Zoll Bereich, sondern mehr so im 325er Reifen, 20 Zoll Bereich, hat der richtig zu flippen, der Kollege gleich. Okay. Also bekanntlicherweise wissen wir ja, dass ein Urus super dezent ist und nicht so auffällig im Straßenverkehr. Das ist ja eigentlich ein Auto, was sich extrem eingliedert ins Straßenbild. Verläuft völlig. Und auch die Farbe, die wir auf den Urus gemacht haben, ist ja eigentlich auch underrated. Ja. Ne? Es ist eine Farbe, die extra nochmal das Dezente unterstreicht. Jeder zweite quasi. Jeder zweite fährt einen babyblauen Urus. Sebastian, wie viel hast du? Zwei. Du hast zwei. Und du hast aber noch 11 Lilane, ne? Ja, Lilane. Ja. 11. Deswegen bist du auch am Feiern Eis gerade. Genau. Perfekt, guter Mann. Hast du schon die Leute begrüßt? Oder ist das kein neues Video? Doch, hallo. ist ein neues Video, doch. Habe ich nicht hallo gesagt, ne? Ich weiß es nicht. Ah, also. Verrückte Scheiße. Kann sein, dass du es, glaube ich, vergessen hast. Okay, ich mache es jetzt, ne? Wie immer, und das stand vorne. Genau, vorne, aber du kannst es jetzt auch nochmal lassen. Ja, natürlich. Ne? Also hier auch nochmal, dann haben wir es quasi doppelt. Also ihr habt es gerade schon mal gesehen. Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist ein komischer Schnitt jetzt. Wir springen direkt rein, weil ich habe nämlich dieses Hallo sagen gerade gedreht, was ihr aber gleich nochmal sehen werdet. Und jetzt ist der Schnitt wieder und jetzt sind wir wieder hinten dran. Boah, du musst richtig spulen beim Gucken. Ja. Auf jeden Fall, wir stammen aus den Urus und werden dem ganzen Kollegen mal so ein bisschen mehr die Dezentheit nicht beibringen. Denn wir werden das Auto eigentlich noch ein bisschen extrovertierter machen. Meine Freundin ist mit dem Fahrzeug öfter unterwegs und die mag das dezent. Ich nenne sie auch liebevoll die Brigitte Nielsen aus Dortmund. Ach so. Liebevoll. Deswegen haben wir uns überlegt, kann Novitec dem ganzen Thema ja auch sehr gut weiterhelfen. Das heißt, wir werden ein bisschen sehr, sehr exquisite, feine Carbonteilchen dran machen. Und eine Sache hat der Vorbesitzer echt nicht so geil bestellt. Ich finde, an so einem Urus da schwarze Bremse dran zu machen, finde ich echt... Das ist echt lame. Also das ist echt falsch sogar fast schon. Das geht echt nicht. Nee. Super scheiße. Das heißt, wir nehmen die Bremse runter. In dem Zug, wo wir die Bremse runternehmen, werden wir die Carbon-Teile montieren und werden uns das Ganze mal angucken. Und dann im nächsten Video geben wir richtig Gas. Oder vielleicht machen wir es auch in diesem Video. Alles auf einmal. Ja, okay. Ich finde, der läuft noch schiffsdieseliger als sonst. Und wir reden gleich mal mit den Verkäufern bei uns, weil wir bestellen ganz oft, also wir verkaufen sehr viele Lenkräder seit 2 Monaten. Da spreche ich die mal eben an, wie schnell die uns das Lenkrad auch machen können. Wenn du eine Kunde bist in der eigenen Firma. Das ist echt ein Assi aus, ne? Boah, ist das asozial. Und die Bremsklötze müssen wir wahrscheinlich auch neu machen. Hör mal. So, hör mal. Ich fahre jetzt da vorne gleich in die Straße, die ist ganz ruhig. Und da kannst du dann hören, von außen auch hören, dass die Bremse sehr, sehr doll quietscht. Keramik? Aber hallo, der doppelte Rahmenstufe Keramik hat doch. Ist bereit. Ja. Ja, jetzt höre ich's. Ist doch super laut. Aber das hätte ich jetzt bei einer Keramikbremse als normal eingestuft. So. Nee, es ist viel zu laut. Ja? Ja. Ja, okay. Aber das ist nur bei dir auf der Seite. Hier ist nichts. Ehrlich? Ja. Ach, nur eine. Steig einmal aus, bitte. Wenn das nur eine ist, dann können wir ja mal ein bisschen recherchieren, was das sein kann. Ja. Ah, doch, auch. Aber viel leiser. Aber es ist auf jeden Fall leiser auf der Beifahrerseite. Ja, gut. Wir nehmen das Ganze mal auseinander, die Bremse. Und während wir das machen, können wir uns hier einmal mit dem Thema Lenkrad gleich beschäftigen. Und wir gucken uns die wunderschönen Carbonteile an. Und dann müssen wir sogar noch gucken, was wir auf dem Bremssattel drauf lackieren. Also einmal klar die Farbe, aber was wir drauf schreiben. Schriftzug, ne? Vielleicht schreiben wir APR drauf, vielleicht schreiben wir auch einfach nur drauf. Saarland ist das schönste Land der Welt. Das finde ich gut. Das wäre auch echt lustig. Aber das mache ich, glaube ich, nicht. Habe ich mir schon gedacht. Aber du kannst es machen am GTR. Ja. Saarlandstopper. Eine richtig gute Idee. Oh, da. Da. Sind schon ein paar, ne? Ja, aber das sind die größten. Was haben wir denn da? Gut hier? 325, 30, 21. Nicht schlecht. Welches Auto ist das? Könnte der sein, oder?
Nein. Taycan. Nein. Aber noch die richtige Marke schon mal. Ja, irgendein 911er. Ja. Der Reifen wurde extra produziert für das Auto. Also der Reifen ist wirklich nur für das Auto. Dann GT2. Nein. Fast. Fast. Was gibt's noch? Plus 1. Brauchst du so lange um 2 plus 1? GT3. Perfekt. Guter Mann. Na Julian, alte F***, hast du den Spritz vorgemacht oder was? Ja sicher, ich hab erst mal geguckt, wie die Karre hier geht. Aber ich hab mich gefragt, warum du das Fahrwerk auf Niveau machst. Ja, damit wir richtig hier reinkommen und nicht in den Arsch gehen. Müssen wir piepen. Auch. Alte F***. Ich glaube auch, dass die Gummis kaputt sind. Also, ich habe es ja schon vorher einmal gesagt, der ist vom Zustand echt nicht so gut. Aber, was ich auch noch sagen wollte, ist, so ein Video wie das ist halt einfach eine Vielfältigkeit, ne? Weil manche finden sowas ja nicht gut, wenn wir so teure Autos machen. Aber es gehört halt auch zu dem Thema Auto dazu. Es gibt teure, es gibt günstigere, es gibt schlechte, es gibt gute. Und heute haben wir ein günstiges. Ein teures im schlechten Zustand. Richtig, wir haben ein teures im schlechten Zustand. Nee, das stimmt. So, und deswegen machen wir den jetzt hier noch schicker. Und wie gesagt, dezenter. Sag doch erstmal Hallo hier. Sind wir hier im vollen Bild? Hallo. Müsste formatfüllend, müsste drin sein noch, jetzt. Kurz noch ein Stück. Ja, jetzt bist du genau drin. Filmt er wirklich nicht? Warte mal. Doch, der Film, doch, das ist ein Film. Die hat das denn gerade geklappt? Die ist ausgeflippt. Das ist wirklich jetzt, also alle anderen auch. Ich habe gerade gesagt, das sind ja so viele, mehr oder weniger. Nicht Automenschen. Nee, wirklich. Und die waren, hat Desi auch zum Schluss gesagt, das wirst du auch in ihrem Video sehen, dass sie wirklich das Gefühl hat, was du vermitteln willst. Und sie hat nichts mit Autos am Hut. Und stand in der weißen Halle dann und schon beim Reingehen, das, was du erreichen willst, war dort gegeben. Das freut mich sehr. Ja. Das ist auch das Ziel, dass wirklich so neutrale Leute, also andersrum, wir müssen es ganz kurz erklären. Der Andi von XS ist gerade da und war mit der Daisy D da und die haben was gedreht zusammen. Und da ich heute nicht so viel Zeit habe, was glaube ich alle wissen heute, habe ich einfach den Kahn, wo wir auch gerade in der Situation, wir müssen das Bild reinmachen, wir müssen das Foto reinmachen, wir müssen das Foto reinmachen, in dem Moment, wo ich Kahn erklärt habe, was er heute machen muss. Das Foto hast du noch nicht gesehen, ich zeige dir das Foto kurz. Ich war sehr begeistert. Also das Foto. Lass mal raus. Das Foto ist wirklich, wirklich Gold wert. Und zwar Kahn reagierte so. Okay. Das war bei dem ersten Interview. Ja, Mann, Karl, schon einfach so eine Seite. Ich hab sehr viel Bock da drauf. Der Bus hing fest. Aber volles Rohr. Deine Einfahrt, die ist unterschrieben jetzt. Ehrlich? Ordentlich. Nee, aber Desi hat gesagt, sie kommt für alles auf. Ein Schlitz? Ein Schlitz? So ein richtiger Schlitz. Das könnt ihr nochmal angucken. Kann ich dir das Material schicken? Nein, außer die Stadt Dortmund hat das. Nein, aber ich muss wirklich sagen, dass eben genau das, was du ja vermitteln willst und was das Museum vermitteln soll, so doll zu spüren war, weil selbst auch eine Cassandra Steen, die auch mit Autos nichts zum Tut hat, ruft ihren Neffen an oder ihren Onkel an und sagt, guck mal, wo ich gerade bin oder vorm Hörbi, schaut mal, was ich gerade zu Gesicht bekomme. Toll. Und das ist eigentlich geil. Genau das, wo die Reise ja mit deinem O-Ton von Anno dazu mal, wie lange ist das jetzt? Ich habe Kahn schon gefragt, wir reden ja nun fast von anderthalb Jahren. Und das war schön so zu sehen und hättest du es gesehen, hättest du dich schon gefreut. Kahn stand unten und hat gesagt, Mensch, wie viele Leute sind jetzt gerade unten? Im Gastrobereich, das fühlt sich schon toll an. Ja, es war cool. Noch nicht zu voll, es waren 30 Mann drin und es war immer noch so, dass du das Gefühl hast, den Menschen da und es könnten noch locker nochmal 30 reinpassen. Da bin ich jetzt wirklich neidisch, weil für mich, wenn ich sowas mache, meine Fantasie ist ja wirklich immer, wie das ist, wenn Leute da sind. Deswegen machen wir Flure so breit und so, weil wir jetzt wissen, das kommen viele Leute, aber so 30 Mann waren im Gastrobereich. Ja. Ah, geil. Weißt du, was ich mache? Ich werde nur noch die Zimtschnecken. Guck heute Abend auf der Überwachungskammer, gucke ich mir das an. Kein Scheiß. Gucke ich mir an, wie das so sich anfühlt, wie das so, die Leute sich bewegen, wie das so aussieht. Passen locker nochmal 50 dazu, also, dass man dann wirklich jetzt. Auf der Etage oder beim zweiten? Nee, nur beim Empfang. Nur im Empfang. Geil. Gut, wir müssen aber jetzt weitermachen in diesem Video. Ich bedanke mich. Ich danke dir. Und ich noch einmal Kompliment. Du siehst wirklich sehr entspannt aus. Sag das nicht. Was sollen die Leute? Nein, nicht ausgesehen haben. Nein. Aber du wirkst locker. Freut mich. Nein, ist auch. Also es hat wirklich alles gefruchtet. Das freut mich. Gut. So, wir machen weiter. Tschüss. Danke sehr, Kahn. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Weil die Leute hatten sehr viel Energie. Ihr habt mich auch lustig gemacht. Kahn, glaube ich, für Kahn war das viel gerade. Kahn sind die halt auch alle nicht. Ach so, also ihr müsst euch überlegen. Da waren gerade so Musiker, so Rapper und Daisy D von früher. Wir machen mal keine Sequenz rein. Ja, was ist hier los? Ja. Was ist passiert? Also ich bin... Bitte schön. Nee, du. Weil ich kann es auch nicht genau erklären. Genau die. Die waren gerade so da und waren halt so voll... Und dann kam ich in diesen Bus, in diesen Tourbus. Dann waren die da so am Freestylen und so. Und alle gingen ab und so. Und dann sag ich so, Kahn, kannst du mich um die kümmern? Und dann hieß Kahn so... Was soll ich machen? Das ist zu den Teil. Wir gucken uns mal die Vorderachse an. Los geht's. Boah, du hast gefragt, wer eine Keramikbremse hat oder was? Du hast genau geguckt. Ich würde sagen, ja, der hat eine Keramikbremse. Ah, hat er. Hat er.
Der hat hier oben Keramik, der hat hier unten auch Keramik, der hat überall Keramik. So, und die Klötze sind mal so dermaßen weg. Nee, sind sie nicht. Na gut, sind sie nicht. Siehst du, das ist Keramik, die quietschen so. Nein, aber nicht so. Alter. Das ist beim Dings beim Porsche auch so mit aber dem Hinsen. Nicht so hier. Krass. Dein Taycan macht kein Geräusch. Aber wir nehmen die Scheiße jetzt eh runter und auseinander. Die Gummis sind kaputt, ne? Aber volles Funk hier, guck mal her. Ich will mal gerne wissen, was der Vorbesitzer gemacht hat mit dem Auto. Sieht so nicht aus, oder? So, als ob der also arbeiten würde. Als genau, als ob der so in dem Gummi, also das ist noch, das ist nicht mehr einvulkanisiert, dass es im Gummi so arbeiten kann. Mhm. Hast du meine Bauchbewegung gesehen dazu? Mhm. Okay. Also wie man sieht, ist das Auto super dezent. Eigentlich könnte man ein bisschen noch was verstärken. Da haben wir uns einfallen lassen, dass man von Novitec noch ein bisschen manche Partien highlightet, wie Bronzing. Highlighter und Contouring. Ja. Alle Freundinnen, die jetzt in den Channel mitgucken, ach guck mal, siehst du, da kannst du auch was damit, ey. Highlighting, Bronzing, das sind so Stilrichtung von Schminken. Ja, ich weiß schon. Ehrlich? Ja, klar. Und zwar haben wir das hier geholt. Ne? Das macht's aus, glaube ich. Ja, wir haben uns das Teil geholt, ne? Jetzt wird er auffallen. Jetzt wird's wild, Kollegen. Jetzt kommt wird's ins wild. Handschuhfach, richtig? Das kommt ins Handschuhfach, richtig? Und dann haben wir den Effekt erzielt, den wir wollten. I exist in all dimensions, flesh bound. The stale money from the mattress, bought a fresh pound. Leather on the steering wheel, it got my palm chilly. Short necklace with the long willy calm, really. And it ain't even about the fame, it's about the bread lost. An intern, shorty, take me to the boss. Know they tried to count me out, but couldn't count high enough. I ain't gotta hear the album, listen to them lie enough. Bad little baby fed by the cornbread. I don't need designer, I wear my own thread. Take it from the label, put it in the homestead. I don't borrow, little, I loan bread. I do it for the underground. That ain't promoted. Crumble up the cookies, got me coughing like the COVID. Go straight from Saudi to Audi, coming from Germany. I ain't gotta speak when I enter, the winners heard of me. Feeling like the summer beach side in the winter. Okay. With my lords throwing east. Lamborghini Carbo Ceramici. Hör dir mal an, wie cool. Lamborghini Carbon Ceramici. Ist es nicht Carbo Ceramici? Carbo Ceramici. Lamborghini Carbo Keramik. Lamborghini Carbo Ceramici. Lamborghini Carbo Ceramici. Ah, Carbo Keramici. Siehst du? Ja, hier war ich doch gut. Da warst du echt gut. Yeah. Carbo Keramici. Also, liest du mit, wie? Lamborghini Carbo Keramici. Brasilien, sag ich doch. Das hört sich aber echt krass an. Nochmal? Was denn? Nochmal das gleiche vorlesen? Lamborghini? Lamborghini Carbo Keramici. Carbo Keramici. Ich kann es auch verändern noch mal im Ton. Carbo Keramici. 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 Ja, Mann. Geht doch. Easy. Carbo Keramici. Ich würde sagen, wir halten jetzt mal die Carbon-Teile ran und gucken mal, wie das so aussieht. Denn ich bin ein bisschen getrennten Gefühlen, gemischten Gefühlen, bezüglich der Seitenpaneele, weil das sehr viel dunkel dann ist. Kann aber auch sehr geil aussehen. Ich würde sagen, wir stecken mal die Frontsachen drauf, dass wir so mal einen Blick über die Front kriegen, okay? Also wir machen mal Teil Nummer Uno. Ja, so. Jetzt achte mal bitte auf Novitec Quality. Nice. Nice one. Das sieht schon deutlich krasser aus. Ja. Geh weiter, bleib da. Jetzt habe ich hier vier so Triangeln. Ist das nicht früher so wie in der Schule? Wie ist das nochmal, wenn man da so bong macht? Ja, und das war dreieckig, eine Triangel. Das ist eine Stimmgabel. Stimmt, eine Stimmgabel war das. Ein Triangel war das mit dem Dreieck in den Band dran, ne? Stimme, genau. Ich war immer der bei in der Schule so, wenn das dann war, auf meinen Einsatz so wartete. So. Das sind jetzt leichte Details, ne? Findest du? Ja, wenn das vorher schwarz ist. Das gibt's ja auch in Farbe, ne? Diese Y-Teile. Ja, ich weiß. Dann ist das natürlich stärker, aber wenn es ja eh schon schwarz ist, ist es natürlich sieht natürlich geiler aus, aber ist halt so ein. Muss man schon genau hingucken. Die fand ich besonders gut, weil die nämlich auch die Form etwas zu. Genau. Mhm. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Nichts. Hallo. Ne? Ja, macht es schon deutlich aggressiver. Ja. Wo war denn das? Andere Seite, oder? Nee, das ist.
Ach so, oh ja. Ach, ist das alles schon wieder spannend, bis gleich. Das Thema Lenkrad. Also, hier gibt es eigentlich hier so einen mobilen Konfigurator. Mhm. Kannst du dir erstmal die Form auswählen, die du haben möchtest. Also hier mit den Griffschalen, oben oder oben. Nee, links, V1. Ich habe das mal fotografiert gerade. Kannst du mal so... Ja, das ist das, was drin ist. Das ist der Rotzkolben. Der ist echt gut benutzt worden, ne? Ja. Zum Beispiel auch das Alcantara, ich nehme auch das Alcantara hier rechts. Könnte man schon fast einen neuen Namen geben, ne? Das ist ja noch so leicht was drauf, aber das ist schon krass. Ich frage mich wirklich, was der gemacht hat. Das ist, wenn Leute Creme haben, sich morgens die Hand eincremen oder sowas und dann ins Auto einsteigen, dann geht diese Creme da leicht rein. Man kann das dann noch an einem früheren Stadium aufbürsten. Und dann haben die wie von Sonas gesagt, das geht, da habe ich gesagt, nie im Leben. Das kriegst du teilweise wieder reaktiviert. Weil wenn du hier genau reinzoomst, ist das hier einfach zusammengeklebtes Alcantara mit ordentlich Schmucke. Ich finde das fast noch schlimmer hier irgendwie, linke Seite. Ja. Das ist einfach eklig. Es ist komplett rundherum. Also jetzt können wir Carbon auswählen. Nein. Diese Sachen durch. Ohne Carbon. Ohne Carbon. Jetzt können wir den Lederbezug mittig auswählen. Mhm. RS-Leder glatt, RS-Leder perforiert. Mhm. Alcantara schwarz. Ich meine, sieht geil aus, aber ne? Ja. Leder glatt. Leder perforiert oder Leder und Alcantara. Wir machen Alcantara. Schwarz? Und oben unten auch, nehme ich an, ne? Ja, für meinen Style auf jeden Fall. Carbon weglassen? Wirklich? Der hat doch gar kein Carbon. Aber, nee, der hat nicht, aber man könnte es machen. Ich würde sagen schwarz, Alcantara oben unten, ja. Okay. So, weiter eine Art Form. Wow. Finde so einen klassischen Kreuzstich vielleicht. Das ist so oldschool, ne? Das auch nicht genug. Das würde ich nehmen. Kreuze. Dann ist gut. Ja, dann lägen wir für den Umbau lägen wir bei. Cool, kannst du echt viel machen. Das sieht ja richtig komisch aus. Aber geiler Konfigurator. Ich glaube, da bestelle ich mir auch nochmal was für ein anderes Auto. Okay. Und schicken auch Leihlenkräder. Ich bezweifle jetzt, dass sie für ein U-Groß ein Lenkrad haben. Das ist ein normales Audi. Könnte ich mit den Rücken. Die schicken auch Leihlenkräder. Die schicken Leihlenkräder. Dauert mein Lenkrad. 4 bis 5 Tage, die Modifikation. Und, Fürs Machen, ja. Du hast in der Zeit, kriegst du ein Leihlenkrad. Ne? Das bieten mir ja die Kunden halt auch an, wenn das halt gemacht wird. Krass, Digga. Lenkst du bei 312 Euro jetzt, UVP. Ja, mach fertig das Ding. Okay. Ja. Danke sehr. Ja, okay, dann haben wir das Thema Lenkrad ja auch geklärt. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Hallo, sind ein paar Tage vergangen, also wir haben aufs Lenkrad gewartet und die Bremssättel neu lackiert. Also ich muss wirklich sagen, abgesehen davon, dass die Folie abgeht von der Felge, sehen die Bremssättel so krass aus, das macht so eine... Guck dir mal durch den an von der Seite. Ich habe ja noch ein Bild, wie er vorher aussah. Da war das einfach in der Felge so ein schwarzes Loch und nur das Blau auf dem Bremssättel. Ich mag das sehr gerne, wie man ja zum Beispiel beim Audi aussieht. Bremssättel lackieren ist absolut meine größte, vom Lacken her die größte Leidenschaft. Größte Hobby. Ja, das ist mein größtes Hobby. Nee, also, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Doch, das hast du richtig verstanden. Auf jeden Fall, Bremssättel lackieren, sehr, sehr geil. Lenkrad neu machen empfehle ich wirklich jedem, auch bei fast jedem Auto, weil jetzt, ich mache keine Werbung für die Seite, ne? Also wir haben ganz normal Lenkrad bezahlt, ist mir scheißegal, was du Lenkrad machst. Kannst es bei uns machen. Zieh ich dir einfach mal so ein Kaugummi drumherum. Nein, aber Lenkrad neu machen ist ein Unterschied, das ist unglaublich. Wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst und machst das Lenkrad neu, hallo, ist das Auto einfach gefühlt neu. Pass auf, setz dich mal rein, bitte. Wenn du das Lenkrad jetzt an, wenn du setz dich rein, packst das Lenkrad an. Neues Auto. Das ist ein neues Auto, ganz genau. Und der ganze restliche Haufen kann ja wirklich dann in der Wurst sein, aber gefühlt ist das ein neues Auto. Das wirkt wie gerade abgeholt, das ist geil. Ich glaube, ich habe die ISO verkackt. Das ist nicht schlimm. Okay. Genau, die Carbon-Sachen sind überall drauf. Die Carbon-Sachen an der Seite haben wir jetzt nicht drauf gemacht, weil ich bin auch der Meinung, dass es das Auto nicht wirklich schöner macht. Dann habe ich die Endrohre noch neu lackiert. Die sind schon wieder dreckig. Boah, weil ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht direkt sagen, man sieht es nicht, aber man sieht es nicht. Die sahen vorher doch deutlich schlimmer aus. Aber wir müssen die Endrohre links noch mal ein bisschen korrigieren in der Höhe. Das müssen wir nochmal neu machen. Ja, und ihr merkt, ich bin so ein bisschen ruhiger drauf, aber dazu erzähle ich euch die Tage noch was. Ne? Merkt man das? Ein bisschen schon. Ne? Ist okay. Ist okay. Dann das Carbon mit dem Lamborghini. Ich finde es sehr, sehr schön. Es ist ein kleines Makeover-Video. Nicht immer so riesen Tamtam, Motor raus, alles umschweißen, alles umbauen. Das ist immer so ein Makeover. Und am nächsten wird es auch Makeover, aber wird deutlich schicker. Also es wird einen Riesenunterschied geben nächstes Mal. Jetzt fahren wir noch schnell.
Boah. Oh, gut, ich, ne? Viel Spaß. Danke sehr. Hallo, Schätzi. Oh, hallo, Maus. Ja, was ist denn los? Der Mann muss arbeiten, ja. Der muss Geld verdienen. Tschüss, Schätzi. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, ciao. Euch auch. Ciao. Ich war sehr aufgeregt. Ja. Boah, das Lenkrad macht ein neues Auto. Aber wir haben wirklich von ein bisschen dollen Verschleiß in den Gummis. Ne, man merkt, das Auto poltert und klappert und so. Das ist echt unangenehm. Der Vorbesitzer war auf jeden Fall... Also Gummis müssen wir demnächst mal machen. Ein Rambo. Ja, auf jeden Fall war das ein Benutzer. Aber das macht schon, das ist jetzt... North Front. Aber das Carbon-Zeug hätte man sich sparen können und nur das Lenkrad machen müssen. Vom Effekt her, aber es ist wirklich... Ja, ist halt für, ne, du fährst das Ding halt von innen, ne? Ja, genau. Deswegen. Sitzt halt nicht draußen, ne? Mal gucken, ob die Bremse jetzt eben funktioniert. Hörst du auch das Gepolter dann? Oder merkst du an den Füßen so ein bisschen, dass der Dämpfer nicht ganz so sauber arbeiten kann mit dem Chassis? Boah, dadurch, dass ich keine Erfahrung mit Lamborghini habe, kann ich auch nicht sagen, wie sportlich die sich normalerweise so verhalten. Nee, so wenn der Dämpfer einen Befehl von unten bekommt, dann schiebt der ja Kraft in die Karosse rein und beim... Pass auf, jetzt hier drüber. Weißt du, beim Ausfedern da so ein leichtes, wie so eine Art Spalt entsteht, so ein Rückschlagen, dass die Führung nicht ganz perfekt ist. Von dem Dämpfer zum Auto. Ich fahr mal irgendwo drüber jetzt. Ich glaube, bei Spalten bin ich einfach nicht so feinfühlig. Warum wir Spalten nicht, Alter? Der feuert mal richtig durch. Also, was ich auch gerade nur merke, ist das neue Lenkrad. Das ist gut, ne? Puh. Das ist echt gut, ja. Ist das jetzt dicker als vorher? Was mich immer stört bei diesen Lenkradaufdingern, bei diesen Neudingern, ist, dass die immer so krass aufgepolstert sind. Das habe ich abbestellt. Also man kann das bestellen mit Aufpreis, dann kann man das so eckig machen, wie manche Hersteller das machen, oder so aufpoltern, so ganz dick, oder so andere so Unterteilung reinmachen, alles. Nein, einfach neues Material und Abfahrt. Aber ich glaube, jetzt merke ich es. Bisschen, jetzt, ne? Jetzt bei dieser, bei dem Fahrbahnbelag hier. Jetzt machen wir mal tiefer und härter. Merkst du das ein bisschen? Also bei den Defekten der Fahrbahn auf jeden Fall, glaube ich. Wirkt so ein bisschen nach TR-Technics. Ja, es ist so ein bisschen TR-Technics-mäßig. Rufen ist nicht böse. Aber ne, wenn derjenige mit dem Vorbesitz da mal so richtig reingetrampelt ist, dann wirkt das ein bisschen TR-Technics. Da. Gut, ich bin nicht gelangweilt, sondern ich bin einfach nur etwas ruhiger, weil ich merke gerade, ich glaube, wenn man das jetzt Video guckt, denkt man sich, was mit Cremo los. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis, ich denke mal, morgen.